Okay, es ist sowieso gleich am Hafen, also. Kannst gleich benutzen. Und wie lange haben wir für den Auftrag Zeit? Unendlich. Okay, aber so schnell wie möglich. Ja, also eigentlich ist es egal, aber man hat trotzdem unendlich Zeit. Ja, aber für uns, wir müssen ja auch eigene Ziele setzen. Eben. Warum brauchst du schon wieder die Santa Barbara? Um mehr Eisen ranzuschiffen. Okay, so, die Antifa ist jetzt im Hafen und dahinter trottet gleich ein das fette Handelsschiff. Okay, könnten wir vielleicht die Atifa für eine Handelsroute missbrauchen? Nein, du kannst die Narvik dafür missbrauchen. Ist das ein Handelsschiff? Das ist doch das große Handelsschiff. Ja, für eine Handelsroute. Ja. Und wie soll ich, womit soll ich dann handeln? Ja, mit dem. Aha. Hä? Du benutzt, willst doch jetzt eine Handelsroute machen, warum benutzt du nicht das Sag große mal, Handelsschiff? Sag mal, warum geht unser Bier gerade leer? Weil die Leute heute so viel trinken. Achso. Ganz einfach, logisch. Hat mal jeder hat mal Durst. So. Es wird wieder Zeit. Für. Wir sollten irgendwie. Ich denke mir jetzt einen Namen für diese. Für eine Serie aus, die wir starten. Hier drin im Spiel. Eine Serie im Spiel. Sie heißt. Mitten im Leben. Aha, das ist ja... Läuft auf Anno TL. Ja. Auf ATL, abgekürzt. ATL, Anno TL. Und ja, es geht wieder los. Wir gucken heute bei Familie... tja, ich bin wie einer der verplanten RTL-Reporter. Ich suche mir jetzt irgendeine Familie. Das dauert. Der verplanten ATL. So, nee, das ist ja hier die Schenke, die ist ja langweilig. Da waren wir letztes Mal schon. Bist du jetzt etwa der Spannerbär? Nee, ich bin der ATL-Reporter. Achso. Ja, es wäre doch mal ganz witzig, wir verfolgen heute ein Leben von Familie Hohensack. Die, hier sehen wir Herrn Hohensack, der Herbert, der taucht auf, verschwindet, der ist wie so ein kleiner... So, der muss jeden Tag diese kleinen Karren hier schieben und wir haben ihn mal gefragt, wie sein Leben aussieht. Er kann sprechen, zwei Wörter, nee, drei. Hin und her. Das ist bestimmt sein Alltag. Ja, seine Frau kann das nicht besser. Wäsche rauf, Wäsche runter. Pff, weiß nicht, ob die es weit bringen. Die haben auch ein Loch im Dach. Fehlt auch ein Loch im Kopf, aber das weiß ich nicht. Kann ich von hier aus nicht sehen. Der Sohn, Hans-Peter, der schleppt irgendwas, was ich nicht erkennen kann. Irgendein Dreck oder so. Ja, und von Herbert, also der Mann in der Familie, der hat ganz viele Brüder, ich glaube so um die 100 insgesamt. Ja, und die haben den gleichen Beruf wie er. Und ja, das war's eigentlich schon. Das Leben ist sehr spannend. Wir können ja mal versuchen, der Frau beim, was macht die da? Ach so, die macht gar nicht Wäsche rauf, Wäsche runter, die webt oder so. Das ist wie, Weben war früher das, was Fußball heute ist. Achso. Ja. Das war jetzt irgendwie ein sehr schlechter Vergleich. Das war ein sehr guter Vergleich. Ja, und Herbert, der fährt hin und her, hin und her. Boom. Nach der Werbung geht's weiter. Mein ATL. Was machst du da mit dem Handelsschiff? Ich fahre hier rum. So im Kreis, ne? Nein. Und jetzt hole ich uns nochmal kurz 10.000 Gold. Oh, die. Ol Leine. Irgendwas.
So, ich finde das eine relativ gute Idee mit ATL. Wir werden das so Mein machen. ATL, du kannst Das. doch einen Auftrag machen, wenn du willst. Ja, gleich. Ja, okay, Also mache ich. einen anfordern. Ja, natürlich. Dann mache ich das jetzt. Ich fordere selber an. Fuck. So. Und ich nehme jetzt Auftrag. Wer macht denn hier mal diese ganzen Kriegsaufträge? War das nicht Lord Schwuchteldorf? Nee, das war der mit. Wer macht denn hier mal die Kampf? Ich will kämpfen. Aber jetzt verballer nicht direkt unsere Kriegsschiffe. Nee. Die gehen ja voll kaputt, die kann ich auch nicht reparieren. Oh fuck, wer macht denn hier mal die Kriegs? Egal. So. Bergen Sie fünf Kisten. Oh nein. Okay, doch, muss ich denn wohl machen. Du kannst jetzt, drück mal 1. Ja. Hast du jetzt alle Schiffe angewählt? Nein. Cool, dann kann ich meine eigenen Flotten erstellen. Ja, ich auch. Ja, ich weiß, aber jetzt, Steuerung 1. Oh mein Gott. Wenn ich 1 drücke, habe ich eine Gruppe. So, jetzt habe ich hier meine Flotte. Jetzt geht's los. Ah, ich kann diese Auftragsliste vergrößern. Das wusste ich auch noch nicht. So, jetzt kriegt ihr jeder kriegt eine Kiste. Du kriegst die. Hoffentlich kann ich mir die alle merken. Nein, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wirklich. So. Du kriegst die. Du kriegst die. Und der bekommt die. So, ich war ja aber gerade dabei. Wir werden das so machen. Alle, sagen wir, 4 Folgen gibt es eine Folge mit ATL. Mit ATL. Genau. Die wird mit also es gibt natürlich auch, wir spielen normal weiter, aber mittendrin kommt mal eine kurze ATL-Folge, Mein wo man ATL. das Leben von, also wo ich das Leben, Marcel macht weiter, wo ich das Leben von Familien zeige, hier in diesem Alltag. Und ja, die Folgen, in denen die drin ist, werde ich dann auch so benennen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber auf jeden Fall ist ATL im Namen. Ja, das finde ich, das machen wir. Ja. So, aber jetzt wird erstmal der Auftrag hier zu Ende gemacht. Meine Schiffe sind alle unterwegs, die gurken hier rum und sammeln und sammeln. Eine Gruppe habe ich ja auch hier gebildet. Jetzt habe ich hier Also Flotte ein Nummer großes 1. Kriegsschiff steht noch im Hafen rum. Ah, das hast du wieder. Was macht das da? Das ist behindert. Okay, Ich gut, habe alles das da klar. hinten gefahren. Ja, jetzt fährt's aber los. Das hier, so. 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 Und wir haben schon wieder ein Problem. Unser Bier geht aus. Wie sieht's jetzt eigentlich wieder mit unserem Fisch aus? Ah, da haben wir wieder über 100 Tonnen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde nie wieder Verbrauchsgegenstände verkaufen, weil sobald ich die einmal verkaufe, haben wir einen Mangel. Ey, der Penner. Ach so, das ist die Santa Barbara. Ey, der Penner. Ah, hier. Die Mermaid, wo will die eigentlich hin? Nein, bist du behindert? Wer ich? Nein, der Sir Gavin. Weil der macht immer be so behinderte Anträge. So, gleich habe ich alles aufgenommen. Oh, ey, wer ist der Weiße? Der hat ja auch voll viel. Okay, aber es ist nicht so viel. Nicht so Wer viel ist denn Gutes. das? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall brauchen wir jetzt so langsam mal 100.000, sonst erreichen wir unsere eigenen Ziele nicht. Ich bin dabei. Ich nenne die Folge ATL Doppelpunkt, Doppelpunkt mitten im Leben und dann der Teil. So nenne ich jeweils die Folge dann. Aha. Na dann tu das. Und was machst du dann mit, wenn du im Krieg bist? Dann Nein, unterbrichst du die. dann ist bei ATL der Notstand ausgerufen und dann kommen die Auslandsreporter. Die werden dann live für ATL aktuell Im Krieg. aus dem Kriegsgebiet senden. Ach so, okay. So wird das dann gemacht. So. Jetzt bringen meine Schiffe das alles zurück. Kannst du noch ein großes Kriegsschiff bauen? Ja, das wird gebaut, sobald wir wieder Kanonen haben. Okay. So, mache ich mal kurz. So. Und so. Jetzt fahren die Schiffe alle dahin. Dieter. Der Dieter. Oh, wir haben wieder was bekommen. Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Oha. Ja. Also so 2 Stunden aufnehmen, bockt. Ja, das ist schon irgendwie cool, weil man dann auch richtig ins Spiel reinkommt. Und nicht immer nur so eine Stunde oder so. Oder 10 Minuten, Ja. na, 15 Minuten. Das bringt gerade schon richtig Spaß. Oh, nee. Oh, ja. Jetzt geht's ab. Der ist hier unten. Den müssen wir irgendwo finden und Der anklicken. ist beim Orient. Ich guck mal kurz bei der anderen Siedlung. Da ist er auf jeden Fall nicht. Er ist beim Orient. Da auf jeden Fall hat er mir den da angezeigt. Okay, er ist untergetaucht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ihr habt ihn bestimmt gesehen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir Zuschauer haben, die wissen, wo er drin ist, so dass wir das Gebäude abreißen können. Nur vielleicht ist es dann schon zu spät. Wir könnten auch kurz die Aufnahme anhalten und nachgucken. Ich war ja über dem Gebiet. Da ist er drin, oder was? Nein, da habe ich gerade ein Geheimkabinett hingebaut. So. Bau mal da eine Feuerwache irgendwo hin. Ist daneben. Okay, gut. Ja, dann kann ja nicht so viel passieren. Dann brauchen wir uns darum auch keine Sorgen machen. Die Feuerwache schließt genau 3 Häuser nicht mit ein. So, jetzt haben wir 74 Tonnen, nee, 47 Tonnen Pelzmäntel Kannst du bekommen. direkt verkaufen? Jetzt, ich würde nur gerne wissen, welches von den ganzen Schiffen das. Ah, hier. Ja, wird sofort verkauft. Und ist verkauft. Können wir vielleicht gleich den nächsten Auftrag machen? Wir gerade voll im Auftragswahn. Nein, leider nicht. Fahren wir erstmal wieder in den Hafen. Docken da an, sagen unseren Müttern Hallo und. Oha. Ich sollte vielleicht doch nicht mehr mit den Piraten handeln. Warum? Was? Weil dann sind alle so sauer auf mich. Oh, ja, gut. Kann passieren, ne? Und wir müssen jetzt 100.000 erreichen. Mensch.
Ja, ich bin ja auf Ho ich laufe schon auf Hochtouren hier. Ich versuche.